Das hat uns geschadet, nicht nur uns, auch Hertha-Mannschaft. Und sowas, wir distanzieren sehr stark von sowas. Und ich muss ehrlich sagen, wir können sowas nicht ändern, leider. Also wir können nur versuchen, Vorbilder zu sein und professionell uns zu verhalten und unser Bestes zu geben. Aber es ist leider so und ich finde sehr, sehr schade. Schade als Trainer natürlich, dass sowas beim Sport, beim Fußball noch solche Sachen noch gibt. Alles, was da draußen passiert, ist nicht schön. Bis so lange, das war wirklich ein schöner Fußballabend. Hervorragendes Publikum, richtig gute Fans habe ich gehört, richtig gute Stimmung. Ich glaube, wir beide und die Mannschaften haben sie das genossen. Ja, richtige Fight, beide Mannschaft konzentriert auf die Sache gegangen, guter Tempo. Und dann so etwas passiert. Nicht meine Aufgabe, darüber zu entscheiden treffen. Es gibt Menschen, dass die dafür verantwortlich sind. Bestimmt gibt Kamera, bestimmt gibt Sanktionen. Müssen sie das bestrafen, weil viele Fans, viele Eltern bringen die Kinder hier, viele gehen zum Limit mit der Spielkarte, was die kaufen. Und dann die Fans gegenseitig müssen sie ein bisschen Respekt haben, weil ohne Fans wäre dieser Sport nicht so schön. Das geht um die Fans, das geht nicht wegen uns oder der Mannschaften, das ist immer wegen die Fans. Und wenn die gegenseitig solche Dinge machen, ist nicht schön. Ich weiß nicht, wo hat die ganze Geschichte angefangen, aber die Sache gehört nicht zum Stadion. Ja, erstmal, ich habe versucht, nur mit meiner Mannschaft zu beschäftigen. Ich habe gesagt, ach, da sollen sie nicht hinsetzen, sollen sie weiter in die Kabine in Bewegung bleiben. Aber irgendwann, die Zeit war zu lang. Und dann habe ich zu den Referee gesagt, aber egal, wer entscheidet, wie gehen wir raus? Weil ich habe Mannschaft hier, ich habe nächste Woche noch Spiel, egal wie das Spiel ausgeht. Wir müssen weiter bewegen, ich brauche keine muskelverletzten Spieler. Das ist schon eine lange Pause. Und dann haben wir rausgegangen. Mein Kollege hat, ich glaube, auch die gleiche Entscheidung getroffen. Und dann irgendwann kommt die Schiedsrichter auch raus und dann haben wir weitergespielt. Und ich glaube, da ist wichtig, auch psychologisch nicht in diese Richtung zu gehen, okay, gehen wir nach Hause. Weil habe ich solche Stimme gehört, da gehen wir nach Hause. Da habe ich gesagt, nein, wir gewinnen wir das Spiel und dann gehen wir nach Hause.